Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, ich habe eine Anmerkung zur Tagesordnung und es betrifft auch den Punkt für morgen. Mir ist bewusst, dass die Einreichungsfrist für Änderungsanträge zur Tagesordnung abgelaufen ist. Aber ich möchte einen sehr kurzen und einen sehr grundlegenden Punkt machen. Wir reden morgen über die wichtigste Personalie der Europäischen Union für die nächsten 5 Jahre. Es geht um die EU-Kommissionspräsidentschaft. Das ist einfach der wichtigste Posten, den es zu vergeben gibt. Und wir haben eine Aussprache angesetzt mit 90 Minuten Aussprachezeit. Die Aussprache ist ebenso lange wie die Aussprache am 25. Februar zur Normalisierung der Konten der Eisenbahnunternehmer. Ich denke, dass die Fraktionsvorsitzenden in ihrem Entwurf zur Tagesordnung der Wichtigkeit dieser Position, über die morgen gesprochen wird, nicht gerecht geworden sind. Und wenn wir die Bürger ernst nehmen wollen, dann darf die Anhörung nicht nur 90 Minuten dauern. Ich mache einen ganz kurzen Vorschlag, wie wir das regeln können. Nee, das ist kein Antrag zur Tagesordnung, sondern zur Geschäftsordnung, den Sie gerade stellen. Und den kann ich jetzt nicht weiter hier zulassen. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Es ist sehr schade, dass Herr Präsident Schulz meinen Antrag auf Änderung der Tagesordnung nicht bescheiden konnte und ihn unterbrechen musste, weil es kein Antrag auf Tagesordnung, auf Änderung der Tagesordnung, sondern ein Antrag zur Geschäftsordnung war. Sehr bedauerlich. Ich wollte zu dem Thema Jean-Claude Juncker gleichwohl noch etwas sagen. Wir wählen ihn morgen zum EU-Kommissionspräsidenten und es hat auf jeden Fall in Deutschland ein großes Theater um den sogenannten Spitzenkandidaten gegeben. Die Bürger in der EU sollen glauben, dass durch die Wahl des EU-Kommissionspräsidenten die EU und die EU-Kommission insbesondere irgendwie demokratisch sei. Etwa 15% der Deutschen kennen auf Nachfrage den Namen von Herrn Juncker. 15%, sie kennen seinen Namen, nicht sein Programm, aber seinen Namen. Letztlich verantwortet Herr Juncker alle Gesetze, die hier verabschiedet werden, denn die EU-Kommission ist die einzige, die hier Gesetze initiiert. Es ist nicht das Parlament. Alle Gesetze, die hier verabschiedet werden, kommen aus der EU-Kommission. Meine Damen und Herren, der Grundfehler der EU, das ist die unkontrollierte Machtkompetenz der EU-Kommission.